Man sagt, den Nikolaus kennt man sofort, weil er also aufgrund von der Buntheit und das Zerstückelte, das Zerlegte, das wieder zusammenbauen. Also ich bin Michael Laus, ich bin seit 1984 freischaffender als Bildhauer und Maler. Ich habe eigentlich nie gedacht, ich werde mal Künstler, das war nicht so präsent am Dorf. Und jetzt bin ich aber nicht in eine Akademie gegangen und habe das studiert. Ich habe das eigentlich so richtig aus dem Bauch raus gemacht und bin ein typischer Autodidakt. Begegnungen, nicht die ersten Begegnungen. Begegnungen, das waren Steinbildhauer in Carrara in Italien oder in Guercetta in Italien. Das waren Künstler, die haben ganz große Objekte gemacht aus Stein. Und das habe ich gemerkt, das ist nicht, kann nicht meine Welt sein, weil da habe ich keinen Zugang dazu. Aber Holz habe ich. Wir haben im Bayerischen Wald, ich habe damals schon im Bayerischen Wald gelebt, und da war Holz allgegenwärtig. Und so war es naheliegend, mit Holz zu arbeiten. Kunst hat die Aufgabe, die Welt Fragen zu stellen. Also die gewohnte Sicht durcheinander zu bringen. Also das heißt, nicht das Weltbild zu bestätigen, auch nicht das eigene, sondern es immer wieder neu zu denken. Viele erwarten ja heute oft noch, dass der Künstler ein Idealbild macht, wo sie auch ganz interessant sein kann. Aber für mich ist das keine Auseinandersetzung. Das heißt, man muss die Idealbilder eher hinterfragen. Also das muss man auf den Prüfstand stellen und so. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich halt meine schönen Objekte zerschnitten, zerteilt und zerstört habe. Und nicht, dass ich nicht mehr nach Schönheit strebe. Ich strebe immer noch nach Schönheit. Aber es ist eine andere Art von Schönheit. Das ist eine reflektierte Schönheit. Lange Zeit war das Sisyphus für mich ein großes Thema. Das ist auch naheliegend, weil man sich mit der griechischen Mythologie, oder ich beschäftige mich mit der griechischen Mythologie, ist spannend, das ist absolut spannend. Es ist aber auch das Alte Testament spannend, das muss ich auch dazu sagen. Die Madonna, die seinerzeit macht, hat rosarot angemalt und da habe ich dermaßen so viel Kritik kriegt daran, weil er sagt, du machst so eine interessante Arbeit und zerstörst das mit der Farbe. Und ich habe das nicht verstanden, weil die war nicht zerstört. Ich finde, rosa ist eine wunderschöne Farbe. Und ich habe halt mit der Besetzung, die halt irgendwelche Gesellschaft mit der Farbe tut, nicht so viel am Hut. Also ich beurteile Farbe der Nacht, was mir jetzt momentan, was tut es mit mir, mit meiner Seele. Und ich habe zum Beispiel, wie ich noch in die Passau-Jahre, habe ich ein ganzes Jahr lang rot gemalt. Nur rot. Weil es mich so fasziniert und so in den Griff gehabt hat. Und dann habe ich Gelb entdeckt. Und Gelb, ich habe festgestellt, wenn ich mir das Gelb anrühre, dann fühle ich Gelb, dann bin ich Gelb. Ich komme immer wieder drauf, dass ein Werk in der Werkstatt eine Wirkung hat. Gell? Und in der Werkstatt muss ich entscheiden, kann ich es an die Öffentlichkeit bringen, jetzt stelle ich es aus. Also diese Entscheidung muss man irgendwann einmal fällen. Und wenn ich es dann in einem ganz anderen Kontext sehe, dann wirkt die Arbeit ganz anders und da bin ich oft ganz überrascht. Und da kann es mir passieren, dass ich mir oft denke, wow, nicht einmal schlecht.